Moin, sind und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic in einer weiteren Folge Scrap Z, der Show mit dem Lift, in dem ich eure Kreativität und Projekte vorstelle. Und an der Stelle gleich mal ein Aufruf. Mir ist aufgefallen, dass ich ja jetzt dadurch, dass ich 2 Folgen Scrap Z pro Woche mache, ein bisschen sehr viele schon abgearbeitet habe und gar nicht mehr so viel Neues nachkommt. Das heißt, es könnte sein, dass schon ab nächster Woche so langsam ein kleiner Engpass entsteht. Wenn ihr noch alte Projekte habt, die ich vielleicht mal noch nicht vorgestellt habt, die ihr aber vorgestellt haben wolltet, schreibt mir bitte einfach nochmal den Link dazu im Kommentarbereich unter diesem Video und denkt bitte dran, es muss ein funktionierender Workshop-Link sein, der muss sich öffnen lassen, auch für Leute, die vielleicht nicht euer Profil einsehen können. Ja. Das darf nicht auf privat gestellt sein oder so. Und eure Beschreibung von eurem Workshop-Objekt muss enthalten eine Erlaubnis, dass ich das auf YouTube zeigen und verwenden darf und wie ihr genannt werden wollt, weil da sind nämlich auch ein paar Sachen rausgefallen, die ich aus diesen Gründen nicht verwenden konnte für Scrapset. So, schauen wir uns an, was der Lift so für uns zu bieten hat. Wir haben hier einen Sattelkipper vom Nebulonis. Hiermit erlaube ich Spielbär LP, diese Kreation in seinen Videos vorzustellen, solange er mich mit meinem Steam-Namen Nebulonis erwähnt. Habe versucht, den Sattelkipper so originalgetreu wie möglich zu bauen. Ich denke, er ist ganz gut gelungen. Leider fallen die FPS beim Fahren meist auf 15 bis 20, aber es ist noch spielbar. Okay. Manchmal verhaken sich die Scheibenwischer und die Frontscheibe, wenn man ihn vom Lift nimmt, einfach nochmal drauf, dann geht es. Zu den Funktionen, Motorhaube, Fahrradhöhe, Kippfunktion, ja, das finden wir alles raus, würde ich sagen. Viel Spaß damit, vielen Dank an den Nebulonis. Wow, 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 das sieht schon jetzt ziemlich geil aus von unten. Wenn man es von unten so guckt, ne, wenn man es so anschaut, sieht das schon ziemlich krass aus. Guckt euch das mal an. Nicht schlecht. Also es gefällt mir jetzt schon, wenn ich das so sehe, auch mit dieser Achsenaufhängung. Diese Achsenaufhängung ist ziemlich geil. Mit diesen Stoßdämpfern hier in der Mitte und so, ne? Das hat schon was. Okay, dann löschen wir mal den Lift. Oh ja, ich merk's, wie es so langsam ein bisschen einknickt. Okay, er hat hier den Radkasten. Den hat er hier so ein bisschen so gebaut mit diesen, mit so abgeschrägten, angewinkelten Böcken. Das zieht natürlich 4 FPS, weil die sind an Bearings befestigt hier. Und wenn die natürlich eingedreht werden, dann muss natürlich Scrap Mechanic wieder, ne, wie das halt ineffizient ist, immer so macht, diese ganzen Rotationen und Abstände zu den Rädern und so für jede Fläche da wieder neu berechnen. Und das ist, glaube ich, das, was in dem Fall die FPS auch zieht, weil auch hier diese Teile haben jetzt auch nicht so einen wahnsinnig großen Abstand zum Boden. Insofern, ja, zieht das natürlich dann FPS, ne, das ist klar. Das ist leider Scrap Mechanic, das hat sich nach wie vor immer noch nicht verbessert, aber wir hoffen, dass es bald besser wird, wenn wieder neue Performance-Updates rauskommen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal nochmal von vorne an, würde ich sagen. Ah ja, ich sehe, was er meint. Die Scheibenwischer und die Frontscheibe verhaken sich. Ich nehme es nochmal auf dem Lift. Ja, sicher ist sicher. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Ob es jetzt funktioniert hat. Ja, jetzt hat es funktioniert. Alles klar. Okay. Sehr schön, sehr schön. Also ich muss sagen, also die Farbe, muss ich sagen, dieses dunkle Grün hat schon fast was von einem Militärlaster, so ein bisschen, muss ich sagen. Also es hat schon fast was von einem militärischen Fahrzeug irgendwie. Es kommt mir fast vor wie so ein Armeesattelschlepper irgendwie. Ja, das hat fast was davon. So ein Kipplaster fürs Militär oder so. Ich geh mal ins Cockpit. So, in die Fahrerkabine. Das finde ich auch schön hier, diese Idee. Mit der Leiter an der Seite. Kommt man eigentlich jetzt so rein? Nee, ne? Das geht gar nicht. Ich bin, glaube ich, zu klein. Huch. Ah, ich komme nicht rein. Aber wartet mal, man kann doch hier bestimmt... Ah, man kann so vorne drauf. Dafür ist natürlich auch die Leiter da, ne? Ich bin auch so geil. Ich freue mich über diese Leiter und nutze sie dann nicht. Es ist so geil eigentlich. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Da ist ein Bett. Hat er auch schön gemacht hier mit diesem Gestänge unten dran. Es ist nicht einfach nur an die Wand dran gepappt, nein. Es gibt ein Gestänge unten, das das Bett an der Position auch hält. Und ich muss sagen, das hier mit Fahrer, Beifahrersitz ist sehr schön gelöst. Hier hinten gibt es auch ein Klo. Ganz wichtig mit viel Toilettenpapier, ja. Und wenn man will, kann man auch die Exkremente nehmen und die Pflanze damit düngen, weil die Pflanze ist gleich in Griffreichweite. Auch schön. Ja, und auch finde ich auch schön, dass hier Pflanzen sind generell. Nice. So, dann machen wir mal zu. Und setzen uns mal hin. In den Fahrersitzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir jetzt bewusst mal nicht angeguckt, was da jetzt alles so für Dinge zur Verfügung stehen, für Funktionen. Ich fahre jetzt einfach mir so ein bisschen rum. Es geht ja wirklich eigentlich mit den FPS, ne?
Ich finde, es bricht gar nicht so stark ein, muss ich mal sagen, beim Rumfahren. Da habe ich schon Fahrzeuge gehabt und auch selber gebaut, die deutlich krasser auf die Performance gehen als das hier. Dafür, dass das mit der Aufhängung, mit diesen Radkästen so krass ausgestaltet ist, muss ich sagen, ist das eigentlich noch okay. Der Wendekreis ist eigentlich auch ganz, ganz gut für so einen Sattelschlepper. So, dann schauen wir uns mal die Funktionen an. Die 1. Ah, der Motorraum. Vorne. Sehr schön. Nice. So, die 2 ist die Tür. Die 3 ist wahrscheinlich... Ah, die 3 ist abkippen. Nicht schlecht. Guckt euch das mal an. Da wird abgekippt. Das muss ich mir jetzt mal tatsächlich von außen angucken. Da müssen wir jetzt nochmal aussteigen. Das will ich jetzt mal sehen. Wo das... Wie das fest... Ach, guckt mal hier. Ah. Ach, das ist ja krass. Da hat er das einfach hier so... mit solchen Blöcken einfach eingehangen. Das ist wirklich nicht mit Bearings gemacht, das hängt einfach da, okay. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Zieht natürlich auch FPS, ne? Weil hier interagieren ja wieder zwei Objekte quasi miteinander, so ein bisschen. Aber, ja, ich meine, ich weiß gar nicht. Das kann man aber doch, glaube ich, auch machen mit Bearings, oder? Wenn man das hier jetzt an Bearings dran dengeln würde und dann einfach da diese Hebefunktion macht, dann geht das doch auch. Würde mich mal interessieren in dem Zusammenhang, warum er das so gemacht hat. Ist das bei richtigen Sattelschleppern so oder bei richtigen Kipplastern, dass das so eingehangen ist? War das jetzt, weil es realistischer ist oder ist das einfach aus anderen Gründen? Würde mich mal interessieren, warum du das so gebaut hast tatsächlich. Würde mich mal brennend interessieren. So, aber warum geht eigentlich hinten die Klappe nicht auf, wenn er kippt? Müsste die nicht eigentlich mit aufgehen? Kann die überhaupt aufgehen? Warte mal, gibt es da eine Bearing? Ja, da gibt es eine Bearing. Und die ist auch verbunden. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist das schon der nächste Knopf. Gehen wir nochmal rein. Was hatte ich jetzt gedrückt? Die 3, ne? Dann drücken wir mal die 4. Irgendwas passiert da. Ich glaube, ich kann leider nicht weiter rauszoomen. Ich sehe es nicht. Ich drücke jetzt einfach mal noch die 5. Ah ja, die 5 ist Licht. 6 ist auch Licht. Die 7 muss ich gedrückt halten. Das ist der Scheibenwischer. Die 8 ist die Hupe. Und die 9... ist das Radio. Okay, dann kann ja eigentlich die 4 nur diese Luke hinten gewesen sein. Diese Kippluke. Ja, ist es auch. Okay, konnte man jetzt aus dem Winkel nicht sehen. Ja, nice. Krass. Das heißt, man könnte da wirklich auch Sachen kippen. Mit dem Kipplaster. Mit dem Sattelschlepper hier. Nicht schlecht. Muss man mal sagen. Das ist cool. Auch diese Details hier mit diesem, mit dieser Leiter und diesem... dieser Plattform, dass man reingucken kann, was da passiert, was da geladen ist und so und wie viel da geladen ist. Das ist schon geil, muss man mal sagen. Das ist schon richtig nice. So, dann machen wir mal hier die Tür zu. Und dann drücke ich nochmal die 3. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle nochmal für diesen coolen Sattelschlepper beim Nebulonis. Und wir kommen direkt zum nächsten Projekt. Und zwar haben wir hier einen DeLorean, eine Zeitmaschine von MaxMu9. YouTuber Xerox und Spielbär dürfen den DeLorean vorstellen. Nennt mich MaxMu. PS nicht reuploaden. Das habe ich tatsächlich im Workshop einfach so gefunden. Es gibt tatsächlich mehrere Leute, die einen DeLorean für mich gebaut haben. Und es gab ja auch schon mehrere Anfragen, ob ich mal selber einen DeLorean baue. Ja, und ich habe jetzt einfach mal diesen hier rausgesucht, weil der mir tatsächlich am coolsten erschien. Das erschien mir irgendwie am originalgetreuesten nachgebaut. Das Problem bei solchen Objekten ist, die viele Leute halt bauen, ich kann immer sehr schlecht überprüfen, ob das wirklich original von der Person gebaut wurde oder ob das nicht vielleicht von jemand anders einfach übernommen wurde. Das ist immer bei diesen Projekten so ein bisschen das Hauptproblem. Deswegen kommt das eigentlich auch relativ selten. Deswegen muss ich auch da ein bisschen aussortieren, was natürlich die Auswahl, die ich habe für Scrapset, auch wieder ein bisschen einschränkt. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal genommen, einfach weil ich jetzt einfach mal einen DeLorean zeigen möchte, weil das so viele Leute gefragt haben und weil der mir hier jetzt einfach am coolsten erschien. Ich habe jetzt nicht groß überprüft, ob das wirklich original ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das hier ein originales Werk ist, dass derjenige das selber gebaut hat, ja, weil es auch sehr cool aussieht. Ich hoffe, das ist dann auch so. Es ist ziemlich eng, das Fahrzeug, aber das entspricht tatsächlich dem Original DeLorean. Ja, der Original DeLorean ist nicht gerade für seine Geräumigkeit bekannt. Ich habe auch schon bei mehreren Gelegenheiten einen Original DeLorean gesehen und habe auch mal in einem gesessen. Und das ist wirklich eigentlich gar nicht so bequem. Und auch der Michael J. Fox,
Der hat immer gesagt, wenn er in dem DeLorean drin gesessen hat und da geschaltet hat, dann hat er sich immer die Hand angedonnert, weil durch diese ganzen Anbauten, die da innen noch durchgeführt wurden, diese ganzen Paneele und so, war halt einfach überhaupt nicht mehr genug Platz für die Hand und er hat sich immer dann so die Hand angeschlagen beim Schalten. Das ist eigentlich sehr witzig. In dem DeLorean ist wirklich kein Zentimeter zu viel Platz und deswegen setze ich mich jetzt mal hier rein. Oh Gott, der wippt ein bisschen. Er hängt auch irgendwie so ein bisschen hinten durch, ne? Oh, er zuckt. Er hat ein erlebt. Und mein Kopf, guck mal, mein Kopf steckt da so in der Decke drin. Das ist auch geil. Wie sieht das eigentlich aus der Ego-Perspektive aus? Oh Gott. Ich mach mal Follow-Camera. Ich fahr jetzt einfach mal ein bisschen rum. Oh mein Gott. Wow. Oh, es hat geklonkt. Mein Gott, er hebt ab. Guckt mal. Er will fliegen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Aber er kann irgendwie nicht lenken. Ich kann irgendwie damit, wenn ich langsam fahre, aber irgendwie, wenn ich jetzt so Gas gebe, kann er überhaupt nicht lenken, weil die Vorderräder gar keinen Kontakt mehr haben. Guckt mal. Das ist irgendwie auch lustig. Er macht die ganze Zeit permanent Wheelie. Okay, also ich muss sagen, der echte DeLorean hat ja aufgrund seines Designs schon auch ein bisschen mehr Grip gehabt, ne? Der hat schon ein bisschen mehr Straßenkontakt gehabt. Insofern ist das hier, es ist glaube ich der Kompaktheit geschuldet von dieser Konstruktion jetzt. Ich glaube deswegen ist es so ein bisschen fingerig hier. Ich drücke jetzt einfach mal die Knöpfchen. Ah ja, das ist die Tür. Aha, die kann man von außen gar nicht aufmachen. Ist auch interessant eigentlich. Und das ist die 2. Ah, das ist die andere Tür. Okay. Ja, aber ist doch schon cool mit diesen Flügeltüren, ne? Das sieht schon sehr DeLorean-mäßig aus, wenn ich das mal sagen darf. Und er hat auch hier innen drin, der Maximo hat auch innen drin hier so ein bisschen an diese ganzen Paneele gedacht tatsächlich, ne? Da ist diese Schaltung für die Zeitmaschine, für die Einstellung, für die Zeit. Da auch diese ganzen Anzeigen, ja, wann man wohin fährt quasi, alles mit Controllern gemacht, ist eigentlich schon ganz nice. Und ja, man kann auch zu zweit da drin sitzen tatsächlich. Und hier hinten ist der Fluxkompensator, guckt mal, den hat er sogar auch versucht so ein bisschen nachzubauen. Man kann es jetzt gerade ein bisschen schlecht sehen, ich steig mal aus, weil vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Ja genau, da guckt mal, da ist der Fluxkompensator mit diesen, Y-förmigen Rohren, die so in so ein Zentrum laufen. Das ist schon gar nicht schlecht, muss man mal sagen. Mit den eingeschränkten Mitteln, die man hier so hat in Scrap Mechanic, ist das schon ziemlich originalgetreu nachgebaut, muss man sagen. Ich verstehe noch nicht, warum er hier hinten so durchhängt. Ist hier hinten irgendwie irgendwas besonders Schweres? Ich kann das irgendwie nicht genau erkennen. Was ist denn hier hinten so schwer, dass er da so einsinkt? Er ist hier auf jeden Fall tiefer als auf der Seite. Wartet mal, hat er hier vielleicht vergessen, auf der anderen Seite irgendwie die Stoßdämpfer einzustellen? Den Widerstand. Oder hat er da vielleicht zu viel Widerstand eingestellt? Was ist denn, wenn wir hier einfach... Ja, guckt mal, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Da war es doch schon behoben. Das müsste doch jetzt eigentlich ein bisschen besser funktionieren, oder nicht? Schauen wir mal. Er hebt noch mehr ab. Ich habe es verbessert. Er hebt noch mehr ab. Aber irgendwie jetzt hat er sich wieder gefangen. Ich glaube, man müsste ihm einfach vorne mehr Gewicht geben. Man müsste ihn vorne ein bisschen schwerer machen, dann würde er wahrscheinlich nicht so abheben. Aber cool, cooles Design auf jeden Fall. Sieht sehr originalgetreu aus. Richtig geil wäre es jetzt natürlich noch, wenn der noch fliegen könnte, ne? Das wäre auch geil. Aber es ist wahrscheinlich der DeLorean aus dem ersten Teil, der konnte ja noch nicht fliegen. Aber nice. Vielen Dank an den Maximo9 für diesen coolen DeLorean. Und was haben wir hier Feines? Wir haben hier ein Kühl-LKW für Spielbär-LP. Das reimt sich sogar. YouTuber dürfen dieses Projekt vorstellen vom Chaos-Player. Ich möchte mit dem Namen Chaos-Player angesprochen werden. Vielen Dank, Chaos-Player. Oh, hier ist ja noch der DeLorean. Ah, den müssen wir mal schnell... Er ist in die Zeit zurückgereist, um sich hier in diese Szene reinzuschummeln. Das gibt's ja gar nicht. So, und jetzt haben wir hier den Kühl-LKW vom Chaos-Player. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant aus. Wisst ihr, an was mich das so ein bisschen erinnert? Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Lego-Fahrzeug, an so ein Lego-City-Fahrzeug. So auch so mit dieser Front, mit dieser sehr großen Scheibe und so und mit den Seitenfenstern. Erinnert mich das auf jeden Fall daran. Ja, das könnte so ein... Oder auch
In Japan fahren, glaube ich, auch solche Fahrzeuge so rum, die so aussehen. Na, die so ein bisschen so kompakt sind, aber trotzdem irgendwie Lieferwagen sind, wo eine Person halt vorne drin sitzt und so. Ja, es ist so ganz kompakte Fahrzeuge halt. Das erinnert mich voll daran, an Lego City und an Japan irgendwie. Nice. Machen wir hinten auf. Ah ja, das ist interessant. Es gehen zwar zwei Türen links und rechts so auf, aber man hat hier in der Mitte noch den Balken. Ist das nicht ein bisschen, wenn man das entladen will, ist das ein bisschen schwierig, oder? Man muss ja hier dann jetzt ständig um diesen Balken rum. Also ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn der Balken sich mitdreht tatsächlich. Also wenn der auch mit aufgeht. Wenn der hier in der Mitte irgendwie so an einer von den beiden Türen fest ist und man dann einfach da drückt. Ja, nur so als praktischer Tipp, glaube ich. Da haben wir Gras. Haha, nice. Weil ich ja mal gesagt habe in irgendeiner Folge, dass Gras einer meiner größten Wünsche ist. Also Gras in Scrap Mechanic, nicht das zum Rauchen, muss ich vielleicht dazu sagen. Das zum Rauchen, da stehe ich nicht so drauf. Aber Gras in Scrap Mechanic zum Bauen finde ich ja eigentlich ganz cool, wenn da nicht dieser Rahmen drumherum wäre. Aber das hier ist ja Gras, das transportiert wird. Das macht ja Sinn, dass es im Rahmen drin ist. Da hinten haben wir die Gurkenkiste. Und hier oben haben wir ein Kühlaggregat. Seht ihr das? Er hat sogar an ein Kühlaggregat gedacht. Das ist nice. Und natürlich diverse Kisten, von denen nicht bekannt ist, was darin enthalten ist. Vielleicht ja die Bundeslade, man weiß es nicht. Die Bundeslade in einem kleinen Akkulaster. So, dann schauen wir uns das nochmal an. Von innen. Es ist sehr geräumig trotzdem irgendwie hier drin, ne? Man kann ja trotzdem so rumlaufen. So ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz nice. Man kann die Tür von innen jetzt nicht wirklich zumachen. Ich setze mich mal hier hin. Ah ja, das Radio geht automatisch an, wenn ich mich. Hä, wie hat er das denn gemacht? Wie macht er das denn, dass das Radio angeht, wenn ich mich auf den Sitz setze? Das Radio geht echt. Wie macht er denn das? Moment mal. Wie macht er das denn? Ich drück doch gar nichts. Oder ist das ein Sensor? Aber ich höre ja nichts. Na gut, den kann man ja stumm schalten, ne? Den Sensor theoretisch. Okay, wie hast du das gemacht, dass das Radio angeht, wenn ich in dem Sitz sitze? Wie hast du das gemacht? Das will ich wissen jetzt. Wie hast du das hingekriegt? Ich weiß es nicht. Ach, der. Hä? Das ist da unten. Ach, das kann man auf die Schnellleiste ziehen? Okay, wartet mal. Ich drück mal die 3. Nee, Moment, ich meine natürlich die 4. Ich kann das nicht ausschalten. Ach, okay. Das wusste ich noch gar nicht, dass man das so direkt verbinden kann mit dem Sitz und dass man dann automatisch ein Radio hat, das automatisch läuft, wenn man sich draufsetzt. Okay. Man lernt nie aus in Scrap Mechanic. So, dann machen wir mal die Tür zu. Ich schätze mal, es ist die 2, genau. Was haben wir bei der 1? Eine große Hupe. Eine laute große Hupe. Und wir haben bei der 3, genau, da gehen hinten die Türen auf. Und die 4, was macht die 4? Ist das Radio? Und die 5? 5 ist das Licht. Sehr schön. Ich finde, die Mucke passt irgendwie auch gerade so ein bisschen dazu. Es ist so eine City Cruiser Mucke. So. Es fährt sich auch überraschend fluffig, muss ich sagen. Es kann sehr eng in die Kurve gehen. Hätte ich jetzt bei dem länglichen Design ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja. Es kann sehr eng in die Kurve gehen. Und ist recht steuerbar eigentlich, recht gut. Passt eigentlich. Ist ein kompakter City-Transporter tatsächlich. City-Kühllaster. Aber ich sehe gerade hier oben, guckt mal, da hat er vergessen, was einzufärben. Seht ihr das? Das ist noch orange. Da hat er hier die Blöcke, die schrägen da, die hat er vergessen einzufärben. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal beim Chaos-Player für diesen coolen Kühllaster. Wenn ihr da draußen auch ein cooles Fahrzeug, eine coole Erfindung oder irgendwas anderes Cooles in Scrap Mechanic gebaut habt und das gerne in Scrapset vorgestellt haben möchtet, schickt mir den Link zu eurem Workshop-Objekt im Kommentarbereich unter diesem Video. Eure Beschreibung von eurem Workshop-Objekt muss enthalten eine Erlaubnis, dass ich das Ganze auf YouTube zeigen und verwenden darf und wie ihr genannt werden möchtet im Video. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei allen, die etwas eingesendet haben. Wie gesagt,
gesagt, wenn ihr Erfindungen einsendet, achtet auch darauf, dass der Link funktioniert. Das habe ich, wie gesagt, ganz oft, dass ein Link nicht geht und ich deswegen die Erfindung nicht benutzen kann. Oder dass keine Beschreibung vorhanden ist im Workshop-Objekt, keine ausreichende, und ich es deswegen nicht verwenden kann. Also bitte achtet da nochmal drauf. Schickt mir nochmal alles, was ich vielleicht übersehen habe in der Vergangenheit. Ja, ich konnte, wie gesagt, nicht alles unterbringen und habe einige Sachen auch nicht mehr abonniert. Deswegen schickt mir das alles nochmal. Dann kann ich nochmal drüber gucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao!